Hallo, ihr Leseratten. Herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen. Herzlich willkommen zu den Neuzugängen. Hallo ihr Leseratten und willkommen zu meinen Neuzugängen für Oktober 2022. Im Gegensatz zum September war der Oktober relativ bescheiden und ich habe auch nur ein einziges Printbuch hier. Deswegen sieht man im Thumbnail nur ein Buch, obwohl es endlich mehr sind. Ja, fangen wir einfach mal an und zwar mit dem ersten Buch. Das ist Highlight Stars verliebt in Schottland von Caro Stein. Wie ihr feststellen werdet, sind alles Mögliche jetzt Winter-Weihnachtsbücher und alles von Autorinnen, die ich überhaupt noch nicht kenne. Ich bin also super gespannt auf alle Bücher, die jetzt kommen werden. Alle habe ich bei DP Publishers bekommen, also bei Digital Publishers, wir schenken dir ein E-Book. Ja, da habe ich ordentlich abgesahnt, würde ich mal sagen. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf, wie gesagt. Das nächste ist der erste Band von der Reihe Verliebt in Carlton. Und zwar Winterzauber in den Rocky Mountains von Melody Rose. Ich kann zu den Büchern ja immer nichts sagen. Es ist immer ein bisschen doof. Aber ja, kommt mir sicher ein bisschen albern vor. Aber okay. Weil man nicht was in die Kamera halten kann, sondern nur die Titel vorliest und die Autoren. Egal. Kommen wir zu Winterzauber im Herzen von Laurie Wilde. Winterzauber klingt auch sehr, sehr schön, oder? Anschließend haben wir noch Weihnachtskuss für Mr. Right von Jana Engels. Und zu guter Letzt kann ich nicht ein Buch in die Kamera halten, das ich nicht einblenden muss. Und zwar habe ich es auch schon in meinem Vlog erzählt, dass mein Vater ein Buch gekauft hatte beim Marktkauf auf dem Grabbeltisch und ist auch ziemlich schnell durchgelesen hat innerhalb von einer Woche. Mal wieder, er liest im Moment sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und hat dann das nicht mehr haben wollen und hat es mir dann geschenkt und gesagt, das wäre wahrscheinlich auch was für dich. Und von daher ist es jetzt bei mir eingezogen und zwar Stream, du gehst offline, gehst du offline, ist sie tot von Derek Meister. Derek. Wahrscheinlich Derek Meister. Spielt in Berlin und ich meine, Stream ist ja auch schon mal so. Pling. Genau. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, was ich dazu komme, es zu lesen. Die Weihnachts-Winterbücher werden wahrscheinlich schneller drankommen als das hier. Und das waren auch schon alle Neuzugänge für den Oktober. 5 Stück an der Zahl. Und ich denke mal, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich fast vergessen, mich zu verabschieden und euch zu fragen, was ihr für Neuzugänge im Oktober bekommen habt oder gekauft habt oder was auch immer. Welche durften bei euch einziehen? Erzählt es mir doch gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.